Moin, da bin ich wieder. Heute geht es bei mir um das Thema Mobilfunktarife. Und heute geht es bei mir um den Mobilfunkanbieter Congstar. Congstar bietet jetzt bei seinen Prepaid-Tarifen 5G. Darüber hat Golem gestern darüber berichtet. Und es geht um die Prepaid-Tarife und ich habe das hier schon mal aufgemacht. Das sind die Prepaid-Tarife von Congstar. Congstar bietet jetzt 5G mit dabei für die vier Tarife. Da gibt es einmal hier, gerade mal gucken, 3 GB. Für 7 €, 6 GB für 10 €, das ist der AllNet M mit 5G und 6 GB für 10 € genau, oder 8 GB für 12 €, 5G mit dabei, 12 GB für 16 €, das ist der Prepaid XL mit 5G, die sind 25 Mbit schnell, gerade mal das Produktionsinformationsblatt öffnen, zack. Im Download 25 Mbit schnell und im Upload 10 Mbit schnell. Das sind hier die vier Tarife mit 5G inklusive. Kann mal gucken, überall ist 5G mit dabei. Genau, ist auf jeden Fall schon eine gute Sache. Ob man überall 5G empfängt, ist natürlich immer so eine Sache. Genau, und hier kann man sich hier sein Prepaid-Tarif selber zusammenstellen. Das ist der Prepaid, wie ich will. Und genau. Die Tarife sind auf jeden Fall jetzt hier online. Gehen wir mal auf. Gehen wir mal auf den Tarif. Gucken, was da noch für Details stehen. Genau, EU-Roaming, SMS, Telefon-SMS, Flatrate, alles mit dabei. Und genau. Hier ist auf jeden Fall alles normal. Genau, da kann man, hier ist auf jeden Fall 5G mit dabei. Ist auf jeden Fall schon richtig gut. Gehen wir mal auf den nächsten Tarif. Der mit 12 GB für 16 €. Genau, alles EU-Roaming, alles mit dabei. Und hier kann man sich noch zusätzlich Datenvolumen dazu buchen. MMS kosten 39 Cent, auch schon teuer. SMS kostenlos. Gut, MMS braucht heutzutage auch keiner mehr. Gibt 10 GB für 5 €, 15 GB für 8 €, 20 GB für 20 €. Und es gibt ja auch so eine Surf-Tagesflat für mit 25 Megabyte für 1 Euro. Okay, na gut. Und genau, genau. Ist auf jeden Fall gut gemacht von Congstar, dass die hier in jedem Tarif 5G mit dabei ist. Bei den Prepaid-Tarifen. Gehen wir mal auf die Vertragstarife. Smartphone, nur Vertrag. Was haben wir hier im Angebot? Ist auf jeden Fall das noch beim Alten, glaube ich. Genau, 5 GB kosten 12 €. 22 GB gibt es für 22 €. 10 € für 17 € und 32 GB für 27 €. Ist hier auf jeden Fall 5G mit dabei. Warte mal gucken. Der lädt noch. Jedes Jahr gibt es ja auch 5 GB mehr. Und ach, hier muss man 5G sogar mit dazu buchen. Kostet 3 €. Na gut. Ich finde das ein bisschen lachhaft. Es ist irgendwie aus der Zeit gefallen, dass man 5G noch dahin zu buchen muss. Wie ist das bei dem Tarif? Gerade mal gucken. Irgendwie ist es auf jeden Fall aus der Zeit gefallen.
dass man, genau, bei Congstar war das immer so, dass man für, bei den Vertragstarifen war das immer so, dass man für 5G immer noch extra was dafür bezahlen muss. Aber es ist ja irgendwie auch aus der Zeit gefallen. Ist irgendwie auch, also ich finde das ein bisschen bekloppt. Bei Telekom, Vodafone ist das alles all-inclusive mit dabei. Hauptsache nochmal die Kunden auch nochmal abzuzocken. Also 5G ist für mich, gehört für mich Standard auf jeden Fall mittlerweile mit dazu. Hier auch wieder. Und jetzt gehen wir mal auf die Prepaid-Tarife. Bei den Prepaid-Tarifen ist das so, ist 5G nämlich in allen Tarifen mit dabei. Bei den Vertragstarifen ist es leider noch nicht so. Wieso, weshalb, warum? Ich weiß es nicht. Aber gut. Das war es dann auf jeden Fall auch wieder von mir. Und ich würde mal sagen, wir hören uns und sehen uns die Tage. Und dann würde ich mal sagen, macht es gut und auf Wiedersehen.